Als Karl der Große 773 dem Papst helfen sollte, war seine Herrschaft selbst in der Krise. 771 war sein Bruder Karlmann gestorben. Daraufhin hat sich seine Witwe unter dem Schutz des Langobardenkönigs begeben. Karl hatte fast zeitgleich seine Gemahlin verstoßen, die Tochter des Langobardenkönigs. 773 zog Karl gegen die Langobarden. 774 war Karl zum ersten Mal in Rom, was den Papst erschreckt haben soll. So sehr er sich Hilfe gegen die Langobarden wünschte, so ungern sah er diesen mächtigen Mann in Rom. Karl besuchte das Petrusgrab und erneuerte die bibinische Schenkung und das Freundschaftsbündnis. Danach besiegte er die Langobarden und nahm deren Königstitel an. 781 weilte Karl erneut zu Ostern in Rom und ließ seinen Sohn taufen. Aus Karlmann wurde Pippin, der Papst fungierte als Taufpate. Nach seiner Wahl nahm Leo III. Sofort Kontakt mit Karl auf und schickte ihm sein Wahldekret, die Schlüssel zum Petrusgrab und das Banner der Stadt Rom. Zugleich bat er um Gesandte, die den Treueeid der Römer abnehmen sollten. Karl schenkte als Gegenleistung einen Teil des erworbenen Schatzes. 796 erläuterte er seine Vorstellungen. Karl sah sich für den Schutz der Kirche nach innen und außen verantwortlich, während der Papst für den Herrscher beten sollte. In Rom sah man dieses Bild nicht gerne und schuf Abbildungen, in denen Petrus der Schutzherr des Papstes ist. 799 floh Leo III. Nach Paderborn und bat um Hilfe. Gerade diese weite Reise sollte die Abhängigkeit von fränkischer Hilfe verdeutlichen. Wahrscheinlich wurde in dieser Zeit die Kaiserkrönung bereits besprochen. Am 25. Dezember 800 erfolgte die Krönung. Danach kümmerte sich Karl kaum noch um Rom. Als 804/5 der Papst erneut im Frankenreich weilte, wurde er vom Kaiser sogar ferngehalten. Karl wollte die Kaiserwürde in der Familie halten, weshalb er noch zu Lebzeiten seinen Sohn Ludwig den Frommen zum Mitkaiser machte. Erst 816 kam es zu einer Krönung durch den Papst. Auch Ludwig verzichtete 817 bei der Krönung seines Sohnes Lothars auf eine Mitwirkung des Papstes. 823 erst wird diese Zeremonie in Rom nachgeholt. Die spätkarolingischen Herrscher banden den Papst wieder ein.